Die Rahmenbedingungen für die kommende Wintersaison sind mit Sicherheit alles andere als einfach. Stromsparen ist ganz konkret angesagt, genauso aber nachhaltiges Wirtschaften und ein schonender Umgang mit all unseren Ressourcen im Allgemeinen. Den Verantwortlichen bei uns in Reit ist es aber gelungen, trotz einiger Sparmaßnahmen den Gästen und Einheimischen ein Maximum an Service und Leistung zu bieten. Ja, Gott sei Dank können wir den Schulbus weiterhin anbieten, trotz der nicht einfachen Situation, was wir für diesen Winter haben werden. Eine Kleinigkeit, was wir nicht anbieten können, ist der Skibus aufs Kitzbüheler Horn. Der Skilift wird nur ganz geringfügig eingeschränkt. Wir beginnen vormittags um 10 Uhr statt um 9:30 und nachmittags schließt der Skilift um 3:30 statt um 4 Uhr. Auch die Skischule als solches ist bereits geöffnet, die ersten Skilehrer sind schon unterwegs, aber auch in Sachen Skiverleih und Skiservice ist man voll in Betrieb gegangen. Seit Oktober kann man schon bei uns die Ski ausleihen und auch herbringen für Skiservice. Weiters haben wir auch die beliebte Saisonmiete für unsere Kinder. Nur für Kinder und Jugendliche bieten wir an, wo man auch einen fairen Preis anbieten für die ganze Saison, da die Ski ausleihen kann. Bleibt noch die Frage, was mit der bei Einheimischen wie Gästen gleichermaßen beliebten Vorsilvesterfeier heuer passiert. Ja, die Vorsilvesterfeier wird dieses Jahr auf jeden Fall anders. Wir werden die ganze Show ohne künstlichen Licht präsentieren. Das heißt, dass wir das komplette Areal mit Fackeln beleuchten werden. Aber wir werden weiterhin die Show, wie die letzten Jahre gewohnt sind, mit die Kindershow machen. Die Kinder werden da über die Schanze springen, auch die Schülerinnen natürlich springen über die Schanze mit den Raketenski. So im Großen und Ganzen, der Rahmen bleibt gleich, nur die Umgebung eben ohne künstlichen Licht. Auch seitens der Gemeinde hat man sich erneut sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie man Gästen wie Einheimischen vor allem in der Hochsaison bestmöglich begegnen kann. Einheimische und Gäste freuen sich auf ein schönes Weihnachtsfest und einen schönen Jahreswechsel. Und unser Dorf wird in der Zeit um voll sein. Das heißt, alle Gästebetten sind belegt und damit mit dem Verkehr im Dorf alles funktioniert, wird die Gemeinde heuer erstmalig einen Verkehrsdienst anstellen, der den Verkehr rund um die Kirche und die Zufahrt zum Skilift regelt. Weiters möchte ich gerne appellieren, dass jeder, der die Möglichkeit hat, sein Auto auf dem Kulturhausparkplatz stehen lässt, dann haben wir im Dorf herum alles ein bisschen geregelter. Die Gemeinde Reit wünscht allen Reiterinnen und Reitern und allen Gästen ein schönes Weihnachtsfest, ein braves Christkindl und einen guten Rutsch in ein gesundes Jahr 2023.